Was geht ab, Freunde? Ja, ich dachte mir, ich mache mehrere solche Videos. Also das erste habe ich auf meinem Hauptkanal gemacht, da habe ich sozusagen auf Domtendo reagiert jetzt. Metroid Dread Crate Quick Kill. Also soweit kenne ich das Spiel auf jeden Fall schon, nach dem Kampf gegen Crate. Und ja, keine Ahnung, warum Crate in diesem Spiel ist. Was macht er auf ZDR? Es birgt einfach so viele Fragen. Wie hat er die Explosion von Zebes überlebt und? Wurde er irgendwie hierher verschleppt? Irgendwie unauffällig, so dass Krause sich mitbekommen hat oder irgendein anderer auf Zebes? Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was da passiert ist, dass wir hier Crate haben. Ja, das Video ist übrigens vom guten Sie, der heißt halt so. Und das geht 2 Minuten 42, also es geht halt wirklich schnell. Und es startet halt nicht mal mit dem Kampf gegen Crate, es startet halt vor dem Kampf, vor der Posttür, glaube ich. Okay, doch nicht vor der Posttür, aber ja, vor der Cutscene mit Crate. Achso, ja, die Framerate von den Cutscenes ist übrigens 30 FPS, das Game selbst ist 60 FPS. Und Dings, das Video, das der Sie hochgeladen hat, das hat nur 720p, deshalb sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus. Wir gehen uns die Cutscene nochmal von komplett. Musik ist sehr episch. Das heißt natürlich schon, komm, es kam auch in den Trailer vor. Und Samus gibt halt einfach keinen Fick, dass fucking Crate hier vor ihr steht. Samus gibt halt wirklich keinen Fick darauf, dass das Crate ist. Einfach so ins Maul schießen und dann, ja, dich habe ich schon nur 100 Mal bekämpft und 100 Mal besiegt, also ich weiß, wie man dich besiegt. Einfach easy going für Samus, wie scheint. Ja. Ja, was soll man dazu nur anders sagen? Auf jeden Fall, Dings. Crate ist hier angekettet, irgendwie so als Sklave gehalten oder sowas. Warum auch immer der hier ist und der will jetzt Rache gegen Samus. Und Kaus. Man sah natürlich schon in den Trailern, dass Crate in dem Spiel mit dabei ist. Man weiß nicht, warum er hier ist. Wahrscheinlich wird es doch die ein oder andere Erklärung vom Entwicklerteam geben, weil bei Ridley konnte man es halt auch erklären, dass das ab Metroid ADAM und dann in Metroid Fusion, dass das halt nicht wirklich Ridley war, sondern halt ein Klon. Und keine Ahnung. Metroid Fusion wurde der Klon dann irgendwie von X-Parasit befallen und zerstört und die haben dann einen eigenen Ridley gemacht. Beziehungsweise einer wurde zu Ridley, zu einem Fake Ridley, also zu einem X-Ridley. Und ja, so ist das dann halt passiert. Bei Crate, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der echte Crate. Ich glaube nicht, dass das ein Klon ist. Ja. Vielleicht doch, schauen wir mal. Schauen wir mal, was deren Entwick Erklärung für Crate sein wird. Jeden Fall, ich glaube, man hat hier auf ZDR Experimente an Crate durchgeführt, den angekettet. Irgendwas hat man mit dem gemacht. Es kann natürlich direkt Missiles ins Maul feuern. Okay, er hat drei Energy Tanks eingesammelt und 43 Missiles. Okay, drei Energy Tanks hat er schon. Wo ist denn der dritte Energy Tank hier?
Ja, die Bomben kann man natürlich easy zerstören, dem Feuer muss man halt ausweichen und ja, Crate halt einfach die ganze Zeit ins Wall schießen, so einfach ist das halt. Ja, die Fingernägel, keine Ahnung, wie Crate das mit dem Fingernägel macht, nur dass die immer nachwachsen, kann man halt doch easy abschießen, kein Problem. Die sind dann zerstört und kann. Irgendwie wirkt das so, Crate mit Missiles abschießen, dann zuerst mit Missiles in die Mauer schießen und dann mit dem White Beam. Okay, ich schätze mal, er hat das mit den Missiles und dem White Beam halt so getimt, dass er jetzt für die zweite Phase noch weitere Missiles hat, also noch mehr als genug, um Crate locker zu besiegen. Hat er überhaupt Schaden genommen? Ich glaube nicht. Ja, Crate scheint sich nicht ganz zu befreien. Und ja, man sieht die Stelle mit dem ekelhaften Bord, aber ich weiß nicht, warum Crate eigentlich drei Bordnebel hat. Das sieht so schon eigentlich widerlich aus, aber das ist besonders widerlich, was mit dem Bordnebel in der Mitte passiert ist. Was hat Crate gemacht, dass sowas passiert? Beziehungsweise, was haben die mit Crate gemacht? Also, merkt ihr, Bordnebel wurde halt irgendwie zu einer Schwachstelle. Er hat Schaden genommen. Warte mal, was? Das existiert. Was? Okay, der hat da schon die Bombe. Ich wusste halt nicht, dass das existiert, dieser Gang. Und wahrscheinlich wird Samus jetzt in den Bordnabel reingeschossen, ne? Ja. Also, keine Ahnung, ich kenne diese Stelle so: auf den Bordnabel schießen, dann kommt die Kanone raus und dann Crate ins Maul pfeffern und das dann die ganze Zeit machen. Das erspart ja einiges. Und Samus gibt halt einfach keinen Fick. So, und das war Crate im Großen und Ganzen. Ja, da kann man ja ein Like da lassen. Was sagen ihr in die Kommentare? From what I've seen, you can only get bombs early with this damage boosting from an enemy, right? That's crazy that Mercury's team put this in a secret kill. Hope there's more secret internet stuff like that in the game. Also, ich wusste nichts davon. Das ist wirklich stark, muss ich gestehen. Also, ja, Props an Sie und mal schauen, was als nächstes kommt.